Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Fluss Sportwelt. Wir sind heute bei Viktoria Fürth zu Gast und betreiben eine der ältesten Sportarten der Welt, Kegeln. Doch zuvor sprechen wir mit Matthias Schnetz über die Zukunft des deutschen Kegelsports und seine persönlichen Ziele in Fürth und das alles beim Kastengraf. Bei mir ist jetzt Matthias Schnetz, Trainer von Viktoria Fürth, von den Keglern hier. Hallo Matthias. Hi, servus Flo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast hier noch vor dem Training, auch wenn hinter uns schon fleißig gekegelt wird. Ganz kurz zu dir, wie bist du zum Kegeln gekommen und vor allen Dingen, warum Kegeln? Ich bin zum Kegeln gekommen, eigentlich liegt es bei uns in der Familientradition. Mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater haben alle schon gekegelt. Ja, und dann geht man als Kind einfach mit auf die Kegelbahn. Dann findet man den Gefallen dran, dann kommen die Erfolge dazu und dann bleibt man dabei. Ich habe angefangen mit 13 Jahren damals und bin eigentlich seitdem dabei. Was fasziniert dich und auch wahrscheinlich dann deine Familie am Kegeln? Was ist so für dich diese Faszination, dieses Mentale, dass man auf dem Punkt da sein muss sozusagen? Genau, es ist so das Spiel Mann gegen Mann. Du spielst direkt gegen deinen Gegner auf der Bahn, musst die Technik verbinden mit dem Mentalen, auch die Koordination und die Kondition spielt sehr viel Rolle. Und das ist so das, was dieser Sport ausmacht, was alles vereint. Zwar muss man jetzt sagen, man merkt im Hintergrund, dass es schon laut werden kann auf Kegelbahnen, aber man ist ja auch irgendwo für sich. Es ist ein Individualsport auch meistens. Ist es auch manchmal so eine Art Ausgleich, wenn man einen stressigen Alltag hat oder so, dass man ein bisschen abschalten kann, man hat die Kugel, die Bahn und die Pins und dann ist man sozusagen wieder glücklich? Das ist von Spieler zu Spieler eigentlich unterschiedlich. Also ich war eher so der Typ, ich bin von der Arbeit kommen und konnte einfach dann meinen Sport machen. Dann gibt es auch Typen, die kommen von der Arbeit und nehmen den Stress dann ins Training mit. Jetzt machst du über 3 Jahrzehnte Kegelsport oder betreibst diesen Sport. Jetzt gibt es ja auch dieses Klischee, die Mannschaft geht auf Kegelfahrt, trinkt mal einen gerne zu viel und Kegeln ist so diese Nebenbeschäftigung vom Trinken. Merkt ihr noch dieses Klischee? Ich meine, ihr spielt Landesliga, übersetzt heißt es vierte Liga, was ein sehr hohes Niveau ist, aber merkt man trotzdem noch dieses Klischee? Das ist natürlich, oder haftet natürlich an unserem Sport, ja. Es ist so, wir haben vor einigen Jahren noch Bundesliga, zweite Bundesliga auch gekegelt und da ist natürlich der Leistungsdruck und auch der Leistungsgedanke natürlich im Vordergrund. Ich habe mir vorher mal kurz auch Gedanken gemacht vor unserem Interview. Es gibt ganz wenig Kegelbahnen mehr, die in Gasthäusern sind. Also es ist jetzt wie hier beim TV 1860 sehr viele moderne Sportanlagen, die auch investieren in die Kegelbahn, wie unser Bahn zum Beispiel, die ist jetzt 7 Jahre alt. Jetzt steht man ja natürlich alleine an der Bahn, aber wichtig ist natürlich auch Kameradschaft. Wir werden es ja auch noch später dann in der Sendung sehen. Es ist ein Team, es ist ein Teamsport irgendwo auch. Wie wichtig ist der Aspekt Kameradschaft auch beim Kegeln? Der ist schon sehr wichtig. Also man fährt, wenn man natürlich auf Auswärtsspiele fährt, man hat seinen Mannschaftsbus, man sitzt 2-3 Stunden auf Auswärtsfahrten, egal wo man in welcher Liga ist. Wenn es weiter weg geht, sitzt man zusammen. Danach, nach dem Training, sitzt man natürlich auch noch zusammen, trinkt noch einen Schluck zusammen. Also es ist schon auch sehr wichtig, die Mannschaft. Also die Mannschaft muss funktionieren. Ja, Matthias, vielen Dank für deine Zeit bis hierhin. Wir reden gleich weiter über deine Ziele hier in Fürth und die Zukunft des deutschen Kegelsports. Zuvor schauen wir uns aber an, was hier alles beim Training los ist und vor allen Dingen, auf was man beim Kegeln alles achten muss. Mit einer Kugel 9 Kegel umstoßen. Kegeln klingt in der Theorie durchaus einfach. Aber wer erfolgreich sein möchte, der muss verschiedene Eigenschaften besitzen. Und an diesen wird in jeder Trainingseinheit fleißig gearbeitet. Typisch Training ist im Endeffekt, dass wir zum einen natürlich Technik trainieren, einfach weil Kegeln Wiederholungssport ist. Also man muss im Endeffekt immer denselben Wurf machen, den versuchen relativ optimal. Und das andere große Element ist natürlich mental. Also wir spielen gegnerbezogen, sprich du hast auf der Bahn immer im Spiel die Drucksituation. Du musst im Endeffekt deinen Gegner überbieten und das versuchen wir natürlich im Training jetzt so einigermaßen zu simulieren, dass du dann, wenn du in den Wettkampf kommst, einfach die Situation gewohnt bist und optimal reagierst. Dieser Aspekt, an dem man beim Kegelsport nicht sofort denkt, ist die große Konstante. Denn der Kopf spielt in fast jedem Leistungssport mittlerweile eine große Rolle. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit dem Schießsport, wo du auch ja mental fit sein musst. Und gerade jetzt bei dem Spielsystem, wo wir jetzt seit über 10 Jahren spielen, dass man wirklich Mann gegen Mann spielt und einen direkten Gegenspieler hat und mit Satzpunkten und so, gehört es einfach dazu, dass man einen Gegner beobachtet, muss ich aggressiv spielen, muss ich defensiv spielen. Auch wenn die Belastung durchaus hoch ist, das Klischee des Freizeitsports konnte das Kegeln noch nicht wirklich ablegen, trotz einer beachtenswerten Entwicklung. Ich
Die Strukturen sind da, die Verbände sind ähnlich wie in jeder anderen Sportart. In der Spitze, wir haben Bundesliga, es wird Champions League gespielt, es wird Weltpokal gespielt, wir haben Weltmeisterschaften. Das Einzige, was fehlt, Olympiateilnahme. Da kämpft der Verband immer schon seit Jahren, der DKBC, aber das gelingt einfach nicht. Weit über 100 Würfe pro Spiel und das bei voller Konzentration. Wer auf hohem Niveau kegeln möchte, muss mit Körper und Geist alles geben. Das wissen auch die Kegler in Fürth. Wie wir gerade gesehen haben, ist ja bei euch einiges im Training hier los. Ihr spielt aktuell, wie gesagt, in Landesliga. Was habt ihr euch für Ziele gesetzt in der nahen Zukunft? Wir haben im Vorgespräch schon mal gesagt, der Aufstieg war lange möglich, jetzt leider vom letzten Spieltag nicht mehr. Aber Verbandsliga ist das nächste Ziel? Genau, also wir sind letztes Jahr aus der Bayernliga eben abgestiegen, jetzt in die Landesliga. Da war natürlich schon auch der Wunsch und auch das Ziel natürlich der Wiederaufstieg in die Bayernliga. Aber da spielen natürlich auch andere Vereine da noch mit. Und dann hat es dieses Jahr für uns nicht sollen sein. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ein Problem, das haben wir im Vorgespräch auch schon besprochen, ist der Nachwuchs im Kegelsport. Wo siehst du Deutschland im Hintertreffen? Was fehlt für den deutschen Kegelsport? Wo fehlt es, dass der Nachwuchs sich nicht überzeugen lässt vom Kegelsport irgendwo? Ich sag mal so, die Jugend ist da. Die Jugend läuft draußen rum. Die Jugend muss gecasht werden, würde ich jetzt mal so nennen. Und auf die Kegelbahn einfach ihnen den Sport zeigen. Da hängt es eigentlich an den Vereinen, die passenden Leute da dazu zu finden, die Zeit natürlich opfern für die Jugendarbeit. Und dann bringt man das schon her. Also es ist natürlich in der letzten Zeit vielleicht ein bisschen auch verschlafen worden, auch gerade in Sachen Kegelbahn, moderne Kegelanlagen, wo man sagt, Mensch, da gehen wir gern hin, wo eben dieses Wirtshaus-Klischee noch war. Wir haben jetzt überall tolle Sportanlagen, die Kids sind begeistert. Wir werden später vielleicht noch sehen, unser Schwarzlichteffekt, der auf der Bahn alles. Und das zieht dann schon, aber du brauchst die Leute natürlich dafür. Ist es vielleicht auch dieses Imageproblem, was wir jetzt gerade schon hatten mit, also ich sage es mal ganz überspitzt formuliert, dem Saufsport, Kegeln, was manche im Kopf haben. Ist es auch ein Imageproblem, was man jetzt sukzessive ablegen muss? Genau, also da sind wir die letzten Jahre eigentlich sehr gut dabei, dieses Image wirklich ad acta zu legen. Es wird natürlich immer wieder angesprochen, aber wenn man auch nur die Erfolge von unseren Nationalmannschaften sieht und auch von unseren Top-Mannschaften in Deutschland, da sind wir führend, also in Europa, sei es im Mannschaftssport oder auch im Nationalmannschaftssport, da sind wir führend und da wird schon gute Arbeit geleistet. Wir haben schon darüber geredet, in anderen Ländern ist es ja auch so, dass Kegeln berühmter ist, in Anführungsstrichen, auch eine lange Geschichte, das ist eine der ältesten Mannschaftssportarten der Welt. Wird man da manchmal neidisch, dass der Sport nicht so die Anerkennung hat in Deutschland wie hier? Wie im Ausland? Ja, also ich sage mal so, ich glaube sogar, dass der Kegelsport in Deutschland eigentlich die führende Rolle hat. Natürlich sind da die Oststaaten sehr stark vertreten mit Kroatien, Serbien, Ungarn, Rumänien. Das ist so die Kegelregion. Aber wir in Deutschland sind da eigentlich schon sehr führend mit dem Kegelsport. Also vielleicht schaut sogar die Kegelwelt auf Deutschland. Dann hoffen wir, dass es positiv weitergeht mit dem deutschen Kegelnachwuchs. Matthias, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, sehr gerne. Wir wünschen euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, dass es nächste Saison auch dann auch klappt mit dem Verbandsliga-Aufstieg. Vielen, vielen Dank, Matthias, und eine gute Zeit. Ich danke dir. Ich habe heute eine besondere Challenge vor mir im Zweikampf, und zwar gleich zwei Zweikämpfe. Den Anfang macht Jaron, einer der Besten seiner Altersklasse im Kegeln. Ich glaube, da habe ich mir den falschen Gegner heute ausgesucht. Denkst du, ich habe eine Chance, ehrlich? Oh, schon. Eventuell. Eventuell. Lässt du mir eine? Schauen wir mal. Das machen wir jetzt. Schauen wir mal. Ja. Jarons Grinsen war nicht ganz unbegründet, denn gleich im ersten Versuch räumte er alle 9 Kegel ab. Traumstart für Jaron. Ich hingegen habe bei meinem ersten Versuch noch deutlich Luft nach oben. Die erste Runde wird leider zum Spiegelbild dieses Duells. Jaron zeigt eine durchweg souveräne Leistung und räumt jede Runde mindestens 6 Kegel ab. Ich freue mich dagegen, wenn die Kugel das Ende der Bahn erreicht. Dann folgt der finale Versuch zur Ergebniskosmetik. Jaron führt haushoch. Wenn ich jetzt einen Pin treffe, habe ich mit allen Würfen so viel wie er mit einem. Gut, schauen wir mal, was beim letzten jetzt noch kommt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut habe ich mich geschlagen? Also fürs erste Mal schon sehr gut. Schon.
Das ist anhand der 9 Punkten, die ich habe. Und ich sehe gerade, hinten wird zusammengezählt. Du hast 39-8 gegen mich gewonnen. Aber ich finde es nett, dass du so freundlich noch zu mir bist nach dieser Schmach. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr cool. Ja, und danke, dass du mitgemacht hast. Und jetzt geht's weiter mit Zweikampf Nummer 2. Diesmal geht's gegen die Kira. Kira, denkst du, gegen dich habe ich eine Chance? Weil gegen Jaron gerade war es schon für mich sehr bitter. Wird eher schwierig. Du bist wenigstens ehrlich zu mir. Schauen wir mal, wie schwierig es wirklich für mich wird. Das zweite Duell ist meine Chance auf Wiedergutmachung, doch der Start misslingt erneut. Besser macht es dann Kira, sie räumt zum Auftakt gleich 6 von 9 Kegeln ab. Sehr zu meinem Leidwesen verläuft dieser Zweikampf ähnlich wie der erste. Dank Kiras Tipps treffe ich nun etwas häufiger mein Ziel, aber gegen die Konstanz der Nachwuchskeglerin habe ich nichts dagegen zu setzen. Zweite Niederlage im zweiten Zweikampf, der Nachwuchs hat es mir heute gezeigt. Also immerhin habe ich jetzt ein paar Kegel mehr getroffen, trotzdem wurde es eine sehr deutliche Niederlage gegen Kira. Wie zufrieden bist du mit deinem Spiel? Ja, geht schon. Ist noch Luft nach oben, oder? Ja, geht besser. Geht besser? Ja. Okay, du hast mit rund 25 Punkten vor mir gewonnen, aber es geht anscheinend noch besser. Liebe Zuschauer, wie Sie gerade gesehen haben, Kegeln ist alles andere als einfach. Es erfordert ein hohes Maß an Technik und an Konzentration. Ich habe es ja gerade am eigenen Leib erfahren müssen. Ich gehe jetzt noch ein bisschen trainieren, damit ich beim nächsten Wiedersehen mit den Keglern von Viktoria Fürth besser vorbereitet bin. Zuvor sage ich aber noch Tschüss und Servus und bis zur nächsten Woche.